Ist er eingeschlafen? Also ich meine, es sind die Pferdeferanzen. Hat er zu intensiv nachgedacht. Direkt auf Standby gegangen. Direkte Überhitzung, ja. Direkt abgeschaltet. Oh, jetzt ist abgeschlossen. Hat er jetzt Propylen genommen? Die Antwort ist falsch. Jetzt erstmal eine gegoogelt hier. Antwort D wäre es. Hab ich jetzt gemerkt. Ja, hier eine Frullfeder, da will ich jetzt eine Stellung haben. Und es. Du willst eine Stellung haben? Missionar, Superman 69. Kamasutra rauf und runter, das machen wir. 69. Doggy. Doggy, sterbender Schwan, Krokodil. Ja, der sterbende Schwan. Den stelle ich mir sehr schön. Ich glaube, ich bin einfach alleine und dekommentiert alles. Hier kommt ja, du hast ja uns gehört. Wir sind empört. Ja, ihr habt die ganze Zeit so verarschungsmäßig. Nee, sagt er. Dann macht man. Weil du unsere Gefühle verletzen wolltest, dann hast du das jetzt dann erreicht, okay? Dann macht man ernsthaft hier. Was übt Alyssa Doolittle? Oder? Ja, Doolittle. Mit es grün zu grün wie ein spanisches Blütenblüm. Was? Achso, was? Achso, Eliza, genau. Oh, My Fair Lady. Was ist jetzt schon wieder los? Achso, es grün zu grün mit spanisches Blütenblüm, hat sie, glaube ich, gesagt. Was? Kennt ihr nicht mal? Jetzt hat sie das Ü. Leute, kennt ihr nicht My Fair Lady? Nö. Nein. Ey, wie war das kennt? Ihr seid alle so Hinterwäldler. Das ist. Ach, der ist wieder die Das ist ein Film, wo zwei Geschäftsleute waren, glaube ich. Schließen eine Wette ab. Dass, langweilig. Dass der eine, da fehlen Möpse, Blut und. Dass der eine, das ist glaube ich so ein Sprachhistoriker oder so. Oh, lame. Einer 0815 Blumenmädchen auf der Straße in eine herzugehen. So, jetzt nimm das B. Hört sich nach Final Fantasy, Mann. War das nicht auch bei Family Guy so? Nein. In einer Folge? Ah, oh, ihr seid solche Hinterwäldler. Googelt mal für Lady, dann werdet ihr es wissen. Wir sollen aber nicht googeln. Ja, dann musst du ja die Antwort kennen. Wir müssen safe state. Ja, ich hab Google blockiert. Nom, nom, nom. Na, na. Die Fair Lady, die gibt es bei Dark Souls. Soll ich die Antwort annehmen? Ich glaube, der Wolf hat sie gesehen. Ich hätte das zu B gesagt. Frage. Leider war es gleichzeitig. Oh. Und was wäre es gewesen? Was war das denn jetzt? Antwort: Es war. Ich bin so ein Depp. Ich habe sogar noch gesagt, es grähen zu grähen. Also das Ü. Also der Wolf, der wird jetzt. Der kommt jetzt ja auf. Der kommt jetzt. Ich kann das sogar argumentieren, warum B, weil. Ü nur aus dem deutschsprachigen Raum ist und nicht in anderen Nationalitäten umgangssprachlich ist. Deswegen, aber ich hab's ja selbst noch formuliert, es grähen zu grähen. Also grähen grün. Ja, du. Ich hab's sogar noch falsch ausgesprochen, um es euch zu demonstrieren. Jetzt will ich die Stellung. Warum habe ich dann das? Jetzt, ja. Natürlich hoch. Warum hab ich Stellungnahme, sofort. Und Entschuldigungsvideo. Und ja. Ihr habt mich verwirrt. Was mindestens 30 Minuten geht. Okay. Ja. Stellungsnahme, ihr habt mich verwirrt. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. Wir haben ihn verwirrt. In Ordnung. Wohl fainted. Ganz im Ernst, ich hab euch sogar noch das Richtige demonstriert und hab's erst recht falsch angetippt. Aha, genau. Ja. Ja, jetzt kommen wieder hier. Ja, das sind die österreichischen Ausreden hier. Googelt My Fair Lady, ihr Hinterwäldler. Ja, aus Dark Souls gibt es eine Fair Lady. Jetzt mal ganz im Ernst, googelt es. Nein! Verstand, wenn du zum Weibe gehst, vergiss. Das Portemonnaie nicht. Die Peitsche nicht. Die Fleischpeitsche. Vergiss das Portemonnaie nicht hier. Dennis, wo bleibt die Fleischpeitsche? Ja, ich muss herkommen. Wenn du zum Weibe gehst, das kenne ich nicht. Na, Weib. Und den vergiss die Blumen nicht. Ich kenne den Strom. Ganz einfach, vergiss die Blumen nicht. Vergiss deine Vorsätze. Also meine Blume ist immer dabei. Also wenn der Mann die Blumen mitbringt, oder hat er wieder Scheiße gebaut. Die könnte auch richtig sein. Vergiss die Peitsche nicht. Peitsche! Na sag ich doch, hol die Fleischpeitsche raus mit. Okay, jetzt mein Ernst. Auf dem Gamer Wolf. Ich bin schon dabei. Jetzt mein Ernst, auf dem Gamer Wolf wird nie wieder gehört.
Der hat jetzt, glaube ich, viermal hintereinander falsch gehabt. Jetzt reicht Wolf. Ja, nur da, wo denn der Wolf im Name ist. Da geht es nicht hier. Da, so geht es nicht. Da rede ich wieder kompetent. Der Mensch ab sofort die geile Ente. Was hast du denn da am Mund? Eine Fleischpeitsche? Eine Wurst. mit zwei Eiern. Direkt ein Ticket Sauerländer da. Nein, ich frühstücke gerade Chicken McNuggets. Ganz im Ernst, was ist los? Du isst alte Hühner, lecker. Ganz im Ernst, was ist los? Wir sind voll schlecht. Der mag halt Vögel. Wie nennt man scherzhaft einen Menschen, der kein Temperament hat? Vollidiot. Ja. Ja, der Gamer-Ente. Gamer-Ente. Leifos. Ja. Falls du meine Gefühle verletzen wolltest, dann hast du das jetzt erreicht, okay? Oh, jetzt ertränke ich mich in Chicken Nuggets. Genau. Ich setze mich jetzt in die Ecke und weine. Ein Topfmal in Wüstengebieten. Für diese Schmach. Wacki. Sepsi, Speichi, Wadi, Wazzi. Schenki. Sepsi. Trockental im Wüstengebiet. Das ist seriös. Aber das soll doch gar nicht mal so trocken sein. Speichi, Wadi. Wadi, Bizepsi. Ich glaube, die Romme ist kaputt. Ich glaube, ich auch langsam. Ich würde C sagen. Fuck die Fuck, 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 fuck. Und da sieht man mal wieder, wer sich mit trocken. No. Du bist auch nicht trocken unter den Ohren. Wenn Sie diese Frage richtig Fuck, fuck. Weiter so. Was ist dein Lieblingsgetränk? Alkohol. Bitte. Stimmt, es war und dann irgendwas mit Penis. Es geht weiter mit und dann, ich schau mir das jetzt nochmal schnell rein. Wenn das so auswendig. Drecksau, das gehört nicht in meine Videos. Ja, das ist aber nicht da. Das wird, wer war das denn? Das wird rausgeschnitten. Wer war das? Das war hier, die Vanni. Echt jetzt? Ja, ja. Stimmt da gar nicht, das warst du, Dennis. Leute, nur zur Information, ich werde es rausschneiden. Das war gerade ein richtig fetter Rülpser. Und das gehört nicht in meine Videos, egal wie spät es ist. Deswegen werde ich es rausschneiden. Wer war das? Das ist unappetitlich. Das ist nicht darmhaft. Ich glaube, war das echt Wadi hier? Nee, das war der Wolf. Nein, ich war das nicht. Das hört sich bei mir viel höher an. Das war der Game Wolf. Du quietsch, fertig. Bin ja der kleine Avengers wie Krumpel Code Hero. Jetzt reicht es aber. Das ist unseriös. Also mittelalterlich heißt es, es hat ihn gut geschmeckt. Die Uffizien. Uffizien? Uffizien. Hört sich. Was in Urin? Ach so, Uffi. Das hört sich nach einer Inselgruppe an. Oder ein Mönchsorden. Uffizi. Ich gehöre dem Mönchsorden. Ich würde doch keinen Mönchsorden anhören, der Uffizien heißt. Das ist ja irgendwie. Oder ein Sternbild. Glaube ich nicht. Ja, du bist ja, aber dann ihr. Sternbild, ey. Also ich bin Sternbild Uffizien. Ne, das hört sich auch um. Dann kannst du sagen, guck mal, siehst du da oben, da ist der Offizien. Ich mach heute auf den Offizien. Also ich bin für D so. Ich bin B. Ja. Das glaube ich dir. Ja. Ich bin B. Ich bin B. B für Bären. Oh, ein bisschen B schadet nie. Ein bisschen mehr schon ja, eher. Ja, am besten Schmacki und Winnie gleich. Nimm da ja, beide. Wo ist denn der Schmackofatz? Dann nimm da Wenni. Da ist ein B. Dann nimm da Wenni. Da erwacht er. Dann nimm da Wenni von hinten, Schmacki von vorne. Mhm. Sag, da hätte ich gern. Jetzt wird es frech. Sag meine Meinung. Ja, B. Ist das ihr letztes Wort? Ach, das. Aber wenn er jetzt falsch ist, dann ist du wohl. Ich bin eine Biene. Das hat Beef. Du bist so ein Schlappschwanz. Ja. Antwort, das ist so behindert. Feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Da kommt der Lifeforce mit Halt, Stopp hier. Ganz im Ernst, was ich glaube, ich war noch nie so. Ich habe Hausschuhe. Ich glaube, so schlecht waren wir noch nie in diesem Spiel. Liegt bestimmt am Game Wolf, der verkackt dann was. Oh, vielen Dank. Ja, woran liegt das hier? An Wenni, ganz bestimmt, weil sie macht die Männerrunde kaputt.
Ja. Was? Fanny drückt das Niveau. Also jetzt hör mal zu, ja, du kleiner Schlappschwanz, okay? Woher wolltest du, dass ich einen Schlappschwanz habe? Möchte ich das von Ihnen wissen? Ja, immerhin hat sie zwei Brüste, nehme ich mal an. Ja, die haben. Es gibt auch Männer, die zwei Brüste haben. Ja, aber Männer haben unterhalb auch zwei Dinger. Zwei Brüste. Es gibt auch Männer, die unten nichts haben. Ja, das sind Eunuchen, da sprichst du wahrscheinlich aus Erfahrung, nicht wahr? Warte, ich schau mal kurz. Sie haben noch alle drei nein. Guck, guck! Ah, da ist er ja! Guck, guck! Hallo! Schwer zu entdecken. Er hat sich bestimmt ein Streichholz da unten irgendwo hingesteckt. Eher ein Pingpong. Eher ein Mammutbaum. Eine Straße, die an einem Ende aufhört. Jetzt macht ihr mir Angst. Letztes Wort. Sie euch alles irgendwo hinstecken. Hey, die ganzen Mann, so oft wie wir Angst machen, bist du nicht schon total paranoid, bist, das wundert mich. Ja, ich bin voll ängstlich hier. Ich bin aber nicht. Voll eingeschüchtert. Dealer. Ein Rauschgifthändler, Mann, nur so schnell kann ich nicht lesen. Das ist Schleimer. Ja. Ist ja schlimmer als zuvor. 200 Euro, wenn Sie diese Frage richtig. Wenn ich mal anmerken darf. Nein! Nein. Gelber Sieg. Das hat man auch schon. Langer am Arsch. Roter Januar, das die haben wohl ihre Tage. Das sind Menschen mit Menstruationshintergrund. Das ist sehr tiefgründig. Sie stehen momentan bei 200 Euro. Wir haben was denn? Es kommt doch raus, wenn ich rein auf die 300 Euro Frage. Bin ich hier noch ein Irrate? Eine essbare Muschel. Muschi heißt. Mann, bist du mies, genau heute. Schließmuschel. Benny. Sie sagen Rolf C. Nippel. Ihr habt auch solche Schließmuscheln da. 300 Euro. Schließmuschel? Schließmuschel? Eigentlich hat Benny eine Schließmuschel, egal. Ihr habt da auch eine Schließmuschel. Also ich glaube, die Muschel... Er redet jetzt von der anderen Seite, glaube ich. Ach so, oral, okay. Ja, genau. Ja. Hier kommen Ihre Fragen. Andere Seite oral, ja. Wir haben fast 6 Uhr morgens nichts Besseres zu tun, außer uns halb tot zu lassen. Wer oder was ist dann Famulus? Warum? Das ist eine Eierart, eine Geierart. Warum stimmt da nicht Homunculus? Das würde ich wissen. Sie sagen also B. Ich hab nur geraten. Richtig ist, haben Sie boah, sehr gut. Das sagst du jetzt? Du bist so... Die richtige Antwort wäre A gewesen. Ich hab nur geraten, sagt er. Serax, ey, jetzt gewinnt auch. Ja, wenn er so schnell drückt. Ey. Ja, wenn du sagst, das ist eine geile Art. Ich Kackfische! Ey, wir haben die ganze Zeit nur Null, was soll wunderbar. Das? Wir spielen eine Stunde und haben bisher eine 2x500 Euro. Das ist ja auch ein Kackmillionär-Spiel. Der Wolf will noch was im Puff schmeißen. Viel Glück. Die 500 muss stehen. Das ist aber nicht ganz seriös. Spätestens jetzt werde ich mich umbringen, wenn ich hier begegne. Womit wirft man bei einem Wettbewerb in der Leichtathletik? Was? Hammer. Achso, Hammer werfen, genau. Wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt jetzt ist er direkt weggegangen. Möchten Sie Ihre Meinung ändern? Wolf, wie sahst du eigentlich vor deinem Unfall aus? Ich wollte gerade sagen, bist du böse auf mich? Alles gut, alles gut. Ich dachte schon, du bist so ernsthaft so, oh, ich bringe dich um. Sie schnitzt sich schon Speer. Ein Speer. Ja, spätestens wenn wir uns treffen, Wolfi. Spätestens wenn wir uns treffen. Dann bin ich tot, okay. Welche Pflanze besagt. Was? Achso, besagt. Das sind die erste deutsche Boygroup, die. Den Telefonjoker. Grüner Kaktus. Grünstachelig und Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Grüner Kaktus. Bla 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 bla. Grüner Anus. Ist das ihr letztes Wort? Ja. Brauner Anus. Ich glaube, Wendy wird mir einen Kaktus in den Arsch schieben.
Aber quer. Nach der Art, nachdem was ich gerade gesagt habe, wird sie wahrscheinlich 1000 Arten ins Gras zu beißen. Ja, das war schon unter aller Sau hier, der Wolf. Da muss ich jetzt mal das Stellungnahme-Video hier fordern. Stummelplatz. Das war leider Gottes wieder aus der Pistole geschossen. Das macht der Wolf geerdet. Ja. Du hast Zähne wie die Sterne am Himmel, so gelb und so weit auseinander. So später Stunde bin ich nun mal so. Später Stunde früher. Ein richtiger Werwolf. Womit ist Erik Zabel am erfolgreichsten? Den kennt doch kein Leben. Kein Schwein. Keine Ahnung. Ja, der Serax wieder hier. Am erfolgreichsten. Das ist durchs Fappen. Durchs Zappeln. Beim Frauenabschleppen vielleicht. Sie haben noch nee, am Fappen. Roman-Schreiben, Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Mach doch B. Tiefseetaucher. Klotieftaucher. Doppelte Arschbeleuchtung. Ach so sieht die Wurst aus, wenn sie draußen ist. Ich kenne das versunkene Gold. Ich kenne keinen Fußballspieler, der so heißt und auch keinen Romanschriftsteller. Das heißt, entweder es ist ein Tiefseetaucher oder ein Rennfahrer. Also taucht er doch nach Gold. Nach den Golddublonen. Was haltet ihr von 50-50? Ich bin immer noch 50. Also 50 finde ich, 50 bin ich dafür. Ich aber nur 50-50. Also ich bin ja für 69. Ich gehe jede Wette ein, dass Fußballspieler und Romanfahrer wegfallen. Romanfahrer? Romanschreiber. Und Radrennen. Nee. Oh, dann ist Radfahrer. Soll ich die Antwort annehmen? Ja, und jetzt kommt wieder die Wulfe-Fähre hier. Ich sag mit den Radrennschreiber, ja genau. Der Romanfahrer hier, aber jetzt aber fix. Ich hab doch gleich mal nach Fanny gehört, dass die Strafe für das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, was dann ist das denn hier? Euro sicher. Und hier ist die Frage. Ist das der Wolf? Wo ist der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger geboren? Was habt ihr denn da? Was habt ihr denn da schon wieder? Macht euch jemand lustig oder was? Was sind Pussys? Ja. Mel. Also Pussys mit dicker Lippe. Das ist so geil. Also. Noch können Sie alles verlieren. Habt ihr eine Idee? Nach, bevor Sie antworten. Nö. Nein. Miau. 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 Okay, Schmacki und Wendy schalten aus beim Serax und Teddy. Was? Und Dingens. Wolf. Typus. Boah. Wo ist der Game Wolf eigentlich? Pennt er schon? Der fappt. Ich glaube, nach dieser Aktion hier sowieso. Ich glaube, keiner von uns hat einen Plan, also Publikum. Warte mal, wo ist der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger geboren? In London. Ich würde mal sagen, er war der da geboren. So, fertig. Sydney. Auf. Das wird richtig sein. Was? Sydney. Nein, Dallas. Es muss Dallas sein. Weil die brauchen alle die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wo liegt Fürth? In Deutschland, oder? Ja. Warum haben die so viele deutsche Begriffe da? Das ist doch lame. Er ist als Furz geboren und wurde dann Außenminister. Da kam Fuß raus. Ganz im Ernst. Ich bin mir zu 3% sicher, dass es B ist. Ganz im Ernst, als ob Deutschland so eine große Nummer wäre. Möchten Sie Ihre Meinung sagen? Ja, das ist eine große Nummer. Zwei Stimmen mehr und Deutschland wäre die Weltsprache gewesen. Richtig. Antwort D wäre es. Falsch! Lololololololol. Es war doch die Furze. Ihr seid alle so lame. Warum? Du spielst doch hier das Spiel. Ich höre auf euch. Wo ist die Exekutive? Das ist der größte Fehler. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Die intime Claudia mit den Möpsen. Claudia hat einen Schäfer.